Mein Lieblingsobjekt im Haus der Geschichte ist das Plakat "Jeder zweite Abgeordnete ist eine Frau". Ich mag das Objekt daher so gerne, weil es Schülerinnen und Schüler bei Führungen gut zeigt, was das Thema dieser Vitrine ist und was das Thema des Raums in der Dauerausstellung ist. Und zwar geht es hier in dem Plakat um die mangelnde Repräsentation von Frauen. Es gibt hier diesen Kontrast zwischen der Überschrift "Jeder zweite Abgeordnete" und dem Bild von der CDU-Fraktion im Bundestag, in dem keine einzige Frau zu sehen ist. Einzig auf die Existenz von Abgeordneten weist eine kleine Handtasche am Rand hin. Erstellt wurde das Plakat von Klaus Steck, einem Grafiker aus Heidelberg. Anlass war der Bundestagswahlkampf 76. Aber nicht nur im Bundestag gab es zu wenig weibliche Abgeordnete. Auch im Landtag in Baden-Württemberg gab es keine gleichberechtigte Repräsentation von Frauen. Es gab 1968 eine weibliche Abgeordnete. Warum das auch in den Raum gut einführt, ist, weil es hier, das ist der letzte Abschnitt der Chronologie im Haus der Geschichte, und er beschäftigt sich mit der Zeit von 1972 bis 2002 und den Entwicklungen dieser Zeit, die davon erzählen, wie sich Bürger immer stärker beteiligen, wie sie sich in der Friedensbewegung, in der Umweltbewegung und hier auch in der Frauenbewegung engagieren, weil dieses Problem zeigt, dass aktives und passives Wahlrecht alleine scheinbar nicht ausreichen, um Frauen in der Politik oder auch in Berufen Gleichberechtigung zu ermöglichen.